Ciao. Tschüss. Also, heute ist Sonntag. Nächste Woche fahren wir ja weiter. Jetzt machen wir mal die Fahrräder ein bisschen fit. Ich habe schon angefangen zu putzen ein bisschen. Dann wollen wir mal die Bremsen bei Marias Fahrrad zumindest gucken, entweder nachziehen oder wahrscheinlich auch zumindest die hinteren ganz neu machen. Gucken wir mal, da stehen sie schon. Schon ein bisschen was gemacht. Jetzt werde ich die noch richtig sauber machen, die Ketten. Ja. Ist noch ein bisschen Arbeit vorhanden. Da wartet schon jemand zum Spielen mit der Giraffe. Ja. Wohin? Dahin. So. Als nächstes stehen die guten Teile an. Richtig dicke Oleander. Mit circa ein Drittel bis auf die Höhe von dem Dach sollen die runter. Wollte ich euch jetzt mal kurz zeigen, wie es vorher aussieht und wie es danach runtergeschnitten aussieht. Los geht's! Also wenn ich mal nicht ganz professionell die Leiter gehoben habe, für nichts und wieder nichts, aber immerhin. Ist das zu hoch, hier, oder? Ist das zu hoch, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, es ist auf jeden Fall höher als das, was ich gemacht habe. Aber mit der Ketten, mit der kommt fast nicht wieder drauf. Da kommst du fast nicht nie drauf. So, also. Ja. Gerade am Busch, am Hecke schneiden, kam gerade das Ding runter, eine dicke, fette Gottesanbeterin drauf. Ach, jetzt sieht man sie nicht mehr gescheit. Also sind die giftig, ne? Die hat sich jetzt, die versteckt sich jetzt natürlich gerade. Haben sie doch mal in die Hand. So. Jetzt ist der Tag gut. Gut. Maria ist immer noch an dem Grüngewächs hier dran. Oleander, genau. Und ich habe heute eine Special-Aufgabe. Ich mache die Agave weg. Ich habe leider zu spät angefangen zu filmen. Die habe ich schon abgesägt. Die wird jetzt noch verladen, die Dinger.
verlade ich jetzt noch und die ist schon so tot, die kann man schon halber rausreißen. Alter, da sind tausend von diesen Käfern drin. Nach 3 Wochen Rumpflezen, kann man sagen. Naja, wir haben schon gearbeitet, aber auf jeden Fall nicht so viel Kalorien verbraucht wie beim Fahrradfahren. Wollen wir uns jetzt heute noch mal auf die Waage stellen? So, Sie zuerst, bitte. Also ich muss sagen, wir haben heute schon gefrühstückt. Und Mittag gegessen. Alter, Vater. Ich habe mein altes Kampfgewicht wieder zurück. Wie viel hattest du denn vor? Ich weiß es gar nicht mehr. 73, als ich da angekommen bin. 5 Kilo in 3 Wochen. Gut. Ja, was hatte ich? Ich glaube, ich hatte nur 2 Kilo weniger oder so. Nee, 1 war das 72. Ich glaube nur 1 Kilo. Bin also normalerweise bin ich bei 75. Eben dort ist glaube ich 72. Ja, dann sind das aber mehr als 2 Kilo. Ja. Also du hast auch noch einen Pulli an, der das halbe Kilo mehr wiegt. Ja, und meine Fahrradhose. Gehe ich auch an. Ja, man kann schon sagen, wir haben genauso weiter gefressen, wie wenn wir Fahrrad fahren. Mhm. Und das ist natürlich deutlich mehr als das, was wir vorher so gegessen haben. Naja, geht auch wieder runter jetzt. Ja, geht's eben. Nämlich wieder weiter. Ich hoffe. Oh, schwer ist das Fahrrad. Jetzt geht's endlich weiter nach 3 Wochen. Ciao. Tschüss. Ungewohnt. Komisch. Der Lenker ist auch wieder schwer. Ja, was sagst du so? Die 3 Wochen, wie war's? Komisch. Achso, ja, die Wochen waren gut. Das Losfahren ist jetzt komisch. Jetzt wäre ich noch 3 Wochen geblieben. Also ich nicht. War zwar schön und hat Spaß gemacht. Aber wie man es vielleicht ein bisschen hört, ich habe starke Probleme mit meiner Nase. Und du wolltest noch Tschüss sagen. Wo ist er denn? Ah, da. Jorgos. Tschüss, Jorgos. Und drum bin ich froh, dass es weitergeht, in der Hoffnung, dass es mir an der frischen Luft wieder besser geht. Hui, es geht wieder los. Mit den schönen Straßen. Gehst du noch bergab? Ja. Quatsch. Doch. Wirklich? Heute darf ich nicht. Ich glaube, ich kann heute noch mal großartig hochfahren. Okay. Also ziehe ich meinen Pulli wieder an. Zu machen, ja. Tweet, 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 tweet. Das ist die erste 1000 Kilometer. Tweet das so. Ja, schon eine Weile, weil wir oh, fuck. Falscher Gang. Kann mir mal einer früher Bescheid geben, dass es hinter der Kurve wieder bergauf geht. Und bist du jetzt auch wieder froh, auf dem Fahrrad zu sein? Ja. Ja? Nicht? Hört sich nicht so begeistert an. Ja, aber ja, ich weiß nicht, ob ich das Zelt schlafen heute Abend begeistert. Aha. Ja, das ist wieder eine andere Sache. Also das im Zelt schlafen ist nicht für mich das Problem. Für mich ist das Problem, einen Schlafplatz zu suchen. Das macht mich immer nervös. Ich
fein reinpflanzen. Wenn du früh abhaust, ist es keine Sache, dass auf 7 jemand sein wird. Ja. Aber nach der Geschichte heute Morgen, von wegen, jeder hat eine Schrotflinte und wenn man eine Orange klaut. Das kann keiner Fliegen klauen. Man muss halt Pech haben. Das wäre ja wahrscheinlich eh auch tot. Dann ist auch egal, meinst du? Okay. Dann brauche ich mir ja auch keine Sorgen machen. Wir haben gerade voll viel Quatsch. Wir reden doch nur noch. Was? Die sind voll groß, ne? Riesenbär. Hey, kleiner. Bock. Wir sind mal wieder auf der Suche nach einem Schlafplatz. Es dämmert schon langsam. Morgen soll ich den ganzen Tag pissen. Juhu! Und da ist das, was ich im Internet angeguckt habe, wo man sich vielleicht irgendwo ein Plätzchen suchen könnte. Also das ist ja diese krasse Sehenswürdigkeit. Wir schauen uns mal um. Oder? Also wir haben jetzt uns dazu entschieden, hier zu bleiben, weil wir hier halt diese Überdachung haben. Wir fahren jetzt hier ein kleines bisschen mehr in diesen Olivenhain rein, dass wir eine etwas flachere Fläche haben. Ja. Und ja, ein bisschen geschützter sind. Und heute gibt es endlich mal wieder Nudeln mit Tomatensauce. Juhu! So, aktueller Stand. Zelt steht. Toffer kocht. Es fängt so ein bisschen an zu nieseln. Also richtig regnen soll es erst in einer halben Stunde. Hoffentlich haben wir bis dahin schon gegessen. Und hier hört man Schüsse. Also hier scheint ein Jäger unterwegs zu sein. Und die sind recht laut, also wahrscheinlich nicht weit entfernt. Mal schauen, wie gut wir heute Nacht damit schlafen können. Also nicht wegen der Lautstärke. Wir sind ja jetzt auch ein bisschen aus der Übung. Wir hatten ja jetzt 3 Wochen lang ein Bett in einem sicheren Haus, in dem wir die Tür abschließen konnten. Jetzt sind wir wieder draußen in der freien Natur und ja, auf einem privaten Grundstück schläft sich sowieso, glaube ich, nicht so entspannt. Aber wir haben für heute nichts Besseres gefunden. Wir werden morgen früh berichten, wie die Nacht dann so für uns war. Falls wir noch leben. Genau, falls wir noch leben. Abendessen. Endlich wieder Nudeln. Schmeckt's? Ja, super. Also wir leben noch. Der Jäger ist irgendwann abgehauen. Der Blitz hat uns auch nicht getroffen. Ja. Ich wollte gerade sagen, stattdessen gab es andere laute Geräusche. So gegen 5 bin ich von einem Donner aufgewacht, der war von allen guten Geistern verlassen, ey. Also direkt über uns. Das Gewitter ist direkt über uns rüber und es war taghell, wenn es geblitzt hat. Ja, ansonsten, wie hast du geschlafen? Ganz gut, ey. Ja, ich auch. Also wir sind halt wie immer früh ins Bett und da kann man so oft aufwachen, wie man will. Zum Schluss hat man trotzdem irgendwie 8-9 Stunden geschlafen. Und jetzt fahren wir gleich los und mal schauen, wie das Wetter heute wird. Es soll eigentlich auch den ganzen Tag gewittern, aber aktuell haben wir sogar ein bisschen blauer Himmel über dem Kopf, Toffer. Schau dir das an. Krass. Okay. Das ist ja unser sogenannter Kackbeutel. Da haben wir einmal unseren Spaten drin zum Verbuddeln und eine Rolle Klopapier. Die haben wir immer im Vorzelt stehen. Ja, und so sieht die heute aus. Die ist ja ein bisschen nass geworden. Und dreckig.
Lecker. So, hier kommt der Mülleimer. Was war denn im Fahrrad? Kann losgehen. Weg, ey. Und rutscht einfach weg. Moin, Maria hat Hunger und da unser Geschirr noch schmutzig ist, kommt jetzt Projekt Geschirr abwaschen. Und zwar, das ist der Abwäscher und das ist der Abwaschplatz. Viel Erfolg! Alles okay? Geglückt, ist wieder oben und jetzt gibt's Frühstück. So, den ersten Tag haben wir gleich. Eigentlich geil, heute Morgen sind die schlimmsten Höhenmeter. War eigentlich ganz cool. Mich auch nicht anlegen. Schon aber den hätte ich Schiss. Wenn der mir herrennen würde, auf mich zu rennen würde, würde ich auch rennen, glaube ich. Ne? Die soll aber gleich losspringen. Total. Richtig aggressiv, gell? Ja. Können wir noch ein Tier abschmeißen? Ein Tier? Ja. Was ist das denn? Wenn wir es können, wir jetzt eine Rolle Klopapier haben. Statt Tierabwehrspray. Genau. Eine Knolle. Eine Knolle Klopapier. Genau. Projekt geglückt. Jetzt müssen wir wieder hier hochkommen, wollte ich sagen. Was? Jetzt müssen wir wieder hier rauskommen.